Oha! Alter, das fällt einem halt so gar nicht auf, Mann. Ich weiß schon, wo das Symbol ist, da oben. Das habe ich ja Gott sei Dank schon gefunden. Zora-Rüstung steht ja ausgezeichnet. Ich wette, sie wird dir von großem Nutzen sein auf deiner Suche nach Prinzessin Zelda. Hast du schon irgendwas herausgefunden? Was? Der Vater wurde von einer Kreatur der Finsternis verletzt und Prinzessin Zelda soll sie auf ihn gehetzt haben? Schwer, das zu glauben. Trotz der Ei können wir fürs Erste nur Vaters Worten glauben und uns nicht in Verzweiflung hingeben, Link. Von Herzen, dass du meinen Vater gefunden hast. Prinzessin Zelda, die vom Himmel stieg, das Monster und die furchtbaren Schlamm. Alle Spuren führen nach oben. Das auf der Steintafel, wenn das Symbol des Königs steht, also für die Schuppen meines Vaters. Für so ein Tropfen über den Schweben der Felsen sind, bleibt rätselhaft. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches. Land des Himmelsfisches einmal gefunden haben, gib mir Bescheid. Passt schon, ich hab's ja schon lange gefunden. Insel des Schuppentanzes. Bloß die Frage, wo ist das hinsortiert worden? Wasserfall, der nach oben geht. Hinweis über den Himmel geschafft. Achso, ich soll erst mit ihm reden. Ah, er steht jetzt hier. Hat er das andere gebracht, die wurde es aufhalten. Jona, was bringt dich hierher? Etwas mit dir besprechen sie, dann weißt du, ich habe lange drüber nachgedacht. Oh, Link. Link, wie steht das? Hast du das rausfinden können? Du hast das Rätsel auf der antiken Steintafel gelöst, darauf, wenn eine Säule des Lichts erschienen ist. So auf der Tafel geschrieben steht, sollte sich an der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Ah. Gut gemacht, Link. Das sind großartige Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich diese Lichtsäule ansieht. Hier sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet und Link, werden wir ganz sicher durch diese Krise überstehen. Ich meine, ja schon, aber... Was denn? Und ich lässt dich zögern. Oh. Naja, du musst wissen... Hä? Schlammraubschleim, Beschmutzer von Mifas Städte. Schlammbedecktes Monster, ob das, kann das gleiche Monster sein, das Vater angegriffen hat? Sidon, lass die Klärung des Wassers uns, das bekommen wir schon hin, zumindest für eine Weile. Hast recht, ich vertraue dir voll und ganz. Link, bitte zieh noch einmal meiner Seite in die Schlacht. Nutze ich in Schlamm, um sich zu schützen. Halt auch schon nach einer Blöße und sagt Bescheid, ja? Wir sammeln hin und sie von einem Angriff schützen.
Musst du das Wasser nach vorne schleudern können. Auch sichtbar ist, kannst du dich von ihm mit Wasser umhüllen lassen, Schutz vor feindlichen Treffen. Du kannst das Wasser auch durch die Schwingung deiner Waffe nach vorne schleudern. Also gut. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht. Aber wir haben doch bestimmt noch was anderes, was wir nutzen können für Blitzangriff. Stimmt, wir haben noch die Dinger. Wir haben es geschafft, Link. Das schädliche Schlammmonster hat seinen Denkzettel bekommen. Seid ihr alle unverletzt? Ja, uns geht's gut. Was für ein Glück. Zwischen mir, Jona, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Wer weiß, ob noch weitere Monster aufnehmen, solltest du sicher zurück ins Dorf. Diese Rücksicht ist ja nett von dir, aber denk noch mal dran, was Link eben erzählt hat. Diese Lichtsäule, die im Stausee erschienen ist, könnte der Schlüssel sein. Ursprung des vom Himmel fallenden Schlamms, der führt uns gar zur Prinzessin Zeldas Spur. Aber hier überlassen dich der Lichtsäule widmen, Sidon. Oh. Ja, natürlich juckt es mich in den Flossen sofort mit Link loszuziehen, aber ich kann doch dich und die anderen hier nicht einfach zurücklassen. Sind wir doch auch schon klar gekommen, mach dir keine Sorgen um uns. Aber. Ach, Sidon, es freut mich ja wirklich, dass du dir Sorgen um mich machst. Prinz des Zora-Volkes, mehr noch als für mich musst du für die Einwohner des Dorfes da sein. So viel durchgemacht, geliebte Personen verloren, aber die Angst davor darf dich nicht beherrschen. Du musst jetzt furchtlos voranschreiten. Ja, schon, aber ich. Reiß dich zusammen! Zaudern steht ja nicht. Ich kümmere mich hier um alles. Sieh und blick einfach nach vorn, wie du es sonst auch immer tust. Folge deinem Herzen. Herzen folgen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du wiederkommst, werde ich da sein und auf dich warten. Ja, vielleicht stimmt das. Es ist Angst. Angst, wie jemanden zu verlieren. Ich glaube, Platz gleich. Ha! Du hast recht, Jona. Ich werde dir vertrauen. Bitte kümmert euch um das Wasser und das Dorf. Und jetzt brechen wir zur Lichtsäule auf, Link. Wir gehen der Sache auf den Grund. Ich gehe schon mal vor, du findest mich dann dort. Ist wieder der gute alte Sidon. Nimm mir vor, dass er niemals seine geliebte Schwester nicht beschützen konnte. Und nun war er aber Sorge um mich, die seine Tatkraft gelähmt hat. Aber jetzt scheint er darüber hinweg zu sein. So gefällt er mir deutlich besser. Link, bitte pass auf Sidon auf. Ich will lieber die Truhe jetzt erstmal haben. Königs-Zweihänder. Hey. Ach, geht jetzt in die Mitte, macht mit. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass Zora solche Kräfte haben. Wer ist denn das? Was ist das? Was ist das? Oh. Ah. So.
Das ist gerade nicht sehr geil. Scheiße. Die Sonne hilft mir halt gerade gar nichts. Oh, der Penner ist da oben in der Mitte. Scheiße. Alles klar, nochmal auf. Fuck. Ich dachte einfach so, ah ja, ganz cool, jetzt einfach mal so die Lichtsäule reinstürzen und dann passt das schon. Ja, nein. Das war ja wohl nix. Aber ich laufe jetzt definitiv nicht nochmal extra hoch, Alter. Alter, warum springt er da so runter? Da war nur Schlamm. Bist du nicht mehr ganz sauber, Alter? So in den Himmel emporzusteigen. Zelda? Ah, nee. Der alte Vorfahre. Was war das? Das ist gerade eben auch. Ich kann jetzt halt eben Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal gründen, woher dieses Licht kommt. Oh, ich habe eine Idee. Ist da was drunter? Ja, jetzt darf ich rein. Und jetzt dann Abschuss mit Kanoni. Hä? War das unter der Erde, der Tempel? So, ich sogar sagen, und ich erst auf jetzt oder was? Ach du Scheiß, was soll man hier? Antikes Zora-Heiligtum.
Oh, das hört eher auf der Höhe auf. Ah, da oben ist auch was drin. Ey, da ist doch ein Mini-Wasserfall. Ich werde doch da wohl neiglettern können. Und abwärts. Oder eher raus da. Alter, der Link ist echt standhaft, muss man dazu sagen. Zora-Schild. Ich will mir den ganzen Stegen einfach bloß eine Brücke bauen. Da ist das Vieh. Oh, ich habe hier irgendeine kleine Fliege drin, ey. Ich kann ja durch, aber da komme ich doch im Wasser raus, oder? Hä? Oh, lass mich raten, das war nur, um diesen Maui zu finden. Freundet. Hüpp.
Wow. Da ist nochmal ein Ding. Oh, da ist einfach nur eine Truhe drin. Dass wir jetzt die ganzen Dinger zusammensammeln. Klettertempo ist höher, aber hatte ich nicht eins, wo ich nicht mehr wegrutsche? Ohne abrutschen. Bringt mal halt auch nicht viel, ne, wenn das. Wenn ich es nicht komplett hab. Oh, warte mal, da ist doch noch was. Aber warte mal, kann ich durchtauchen? Genau so. Nein! Ja, wo komme ich jetzt raus?
Ah, da. Ah, das ist da oben, wo die Streben waren. Jetzt bräuchte ich das Wasser halt auch nicht mehr. Da kommt so große Wasserfall raus. Deswegen auch der Weg für die Zora. Weil der stürmt nur so vom Himmel herab. Was ist nur geschehen? Warst du das etwa? Oh, da ist also ein bisschen diese Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt und dann begann der Wasserfall zu fließen. Ah, hier geben wir ein Licht auf. Und so ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Wasserbrücke gemein, eine Brücke aus Wasser. Das Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Das ist einfach spitze. Ha? Die damalige Heldin der Zoras. Schon wieder. Eine Stimme, ob sie mich ruft. Nicht wichtig, nun da unser Weg offen steht, sollten wir rasch weiter. Schlüpfen in die Zora. Wow, wie jetzt halt genau an der Stelle der Speicherplatz ausgegangen ist. Aber es ist nicht viel passiert, außer dass er halt Nike gesprungen ist. Und dass der Weg ewig lang ist. Wo aber relativ fix geht, bis man hoch ist. Man sieht da unten rechts, wie schnell das es hochgeht. 900, 1000 Meter, 1100. Alter, die Atmosphäre hier oben ist ganz anders. Also ich war schon oben, dann hat er halt die Insel der Wasser angezeigt und das war's dann. Oh, ich hab keinen Bogen. Einfach erstaunlich. Gott, wie hätte er jedoch Sinn. Mein Körper fühlt sich leicht an, schwerelos wie ein Seerosenblatt auf dem Wasserspiegel. So staunen wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und aus der Welt zu schaffen. Doch keine Müdigkeit vorschützen, Link. Wir teilen uns auf und setzen dem giftigen Fluss ein Ende. Okay, mach ruhig. Ich warte hier. Vielleicht was Gescheites nehmen. Hä?
Ist auch cool, dass andere Sachen halt auch einfach langsamer fliegen. Aber gut, dass wir dann auch mal wieder so einen Gegner haben. Kraft des Masterschwerts geht zur Neige. Boah! Alter! Was für eine linke Nummer! Hochleistungsbatterie. Oh oh. Gamma Elite Konstrukt plus 25. Schau mal, was da oben ist. Oh, da oben ist auch eine Truhe drin. Ich finde es schon cool, dass man das Schwerkraft. Achso, ich muss dann da aneinander. Alter, er kann auch viel höher springen, also. Hey. Ja, her mit einem Scheiß.
Aber das ist dann auch gut für die Wasserdinger, weil die habe ich vorher nie benutzt. Oh, ich will sauer machen. Oh, da ist noch ein zweiter. Aber wie schaffen es die Sonar eigentlich überhaupt so Wasser zu produzieren? Ich meine, Wasser müsste doch eigentlich einen Ursprung haben, oder können die Moleküle rumschmeißen oder so, um das dann zu vereinen? Schwebestein. Können wir gleich hinübergehen, wenn wir da hoch müssen. Oh, da oben ist das Konstrukt Igishon-Schrein. Wäre gut, wenn jetzt bloß ein Ding zum Nein laufen wäre. Ich meine, wir haben es auf den Schrein geschafft. Wir brauchen einen Teleporter. Wir brauchen jetzt da nicht unbedingt noch so ein Ding. Oh. Das Problem, weil ich nicht einfach rausspringen kann. Aber warte, ich kann das rumziehen? Oh. Kannst du mal wie schneller kaputt gehen? Danke. Scheiße. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen, wenn die sich an sich nicht mehr bewegen? Oder ich muss mit denen höher. Ne, die platzen zu hoch. Nein! Oh, das war Glück. Warte mal, kann ich da auch rein? Nee, kann ich nicht. Hä?
Ne, die bleiben dann da einfach stehen. Ich glaube, ich check das gerade nicht. Was ist denn da jetzt das Problem? Mit dem komme ich ja immer nauf, aber das bringt mir ja an sich nichts. Weil das ist oben zu früh. Hey, ich komme dann aber auch nicht so hoch. Da kommt noch erst ein neues. Das ist blöd. Nein, es ist das untere weggegangen. Die gehen alle so schnell weg, die Scheiße, Alter. Das ist doch voll dämlich, Alter, der ganze Dreck. So irgendwie? Ja, wir kommen trotzdem nicht hin. Ich check das halt null. Du kannst halt nur nach vorne, warum kannst du nicht nach oben, Alter? Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Ich will gar nichts davon wissen. Ich will einfach nichts davon wissen. Das ist doch einfach nur Scheiße.
Achso, warte mal. Nein, diese scheiß Schwerkraft! Das hätte ich so schön erwischt, da bin ich drüber geflogen. Hä? Wow. Ist jetzt zu schnell? Kann ich da nicht rein? Das geht durch mich durch. Hä? Woher? Nein! Oh Gott sei Dank. Ey, warum ist er denn nach unten geschwommen? Dumme Sau, Alter. Was für ein Arschloch-Level. Ey, wenn du noch nicht sofort checkst, was abgeht, dann stehst du erstmal da. Oh. Ich brauch dann erstmal Pause. Aber eins, und da können wir schon zwei Sachen wieder upgraden. Oh mein Gott. Ach, da rechts, das schaut auch aus wie ein Wal, die Insel, wenn du da unten hinschaust. Das, was da rechts neben der Insel ist. Okay, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Das hat mir jetzt erstmal einen Rest gegeben. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und dann machen wir den Dungeon. Ich habe mich heute wieder zu viel ablenken lassen. Macht's gut und Servus.